Okay, ich weiß, das war ein bisschen schnell. Kann es sein, dass ich mehr oder weniger nur so lange Zeit habe, wie der sich bewegt? Also quasi mit ihm das Ziel erreichen muss? Okay. Warum sterbe ich hier? Okay. Da es mir so vorkommt, wie als würde ich hier sterben, sobald ich das automatische Movement dieser Plattform aktiviere, machen wir jetzt Folgendes. Weil mir das wie ein Bug vorkommt, weil das macht in meinen Augen halt überhaupt keinen Sinn. Warum soll ich denn hier sterben auf einmal? Ich meine, ja, GLaDOS hat Gift, aber ich sehe ja doch nirgends einen Timer. Und ich sehe hier auch kein Gift. Deswegen fliege ich jetzt einfach an den Scheißdrecks-Trigger vorbei. Der diese Plattform da hinten triggert. Und will hoffen, dass ich jetzt nicht verrecke. Ich würde es gern nochmal machen, ist ja easy direkt eigentlich, aber wenn diese Plattform mich anscheinend umbringt, wenn sie am Ende ankommt, dann habe ich ehrlich gesagt keinen Bock da drauf. Mein Cousin hat mich angeschrieben. Was will er denn jetzt schon wieder? Boing. Na, ernsthaft? Du weißt doch, dass ich aufnehme. Ah! Ernsthaft? Warum bin ich eigentlich so blöd und speichere nie? Kennt ihr das? Wenn man einfach ein Vollidiot ist. Ach so. Safe staying. Jetzt geh wieder runter und lass mich in Ruhe da hochgehen. In Ruhe vielleicht nicht mehr so ganz. Weil das Spiel mal wieder scheiße war. Und zwar scheiße schwer. Oder scheiße unfair. Weil das ist unfair, wenn das Ding mich einfach umbringt, wenn es im Ziel ankommt. Anscheinend. Komplett random. Ist egal, ob ich es auch geschafft habe. Also, bin ich schon etwas unfair. Was? Hilfe! Warum sterbe ich? Okay, jetzt gerade lebe ich noch. Tut mir leid. Ich mag das nicht. Ganz ehrlich. Ich habe es ja jetzt auch da hoch geschafft. Ich konnte aber nur nicht weitergehen. Weil mir das Spiel vorher umgebracht hat. Weil der hier mich anscheinend umbringen kann. Warum auch immer. Was soll denn das? Hilfe! Warum töten mich hier alles? Hilfe! Hilfe! Ich kann das so nicht normal machen, wenn mich das... Too many vortex form, chains and frames, the whole world... Was? So schnell kann er denn mal lesen. Okay. Da unten. Genau. Klick. Jetzt raus hier! Haken, Haken. Nein, hier steht nirgendwo, was das Gift fließt.
Es ergibt also eigentlich gar keinen Sinn, dass ich sterbe. Ich bleibe mal im SV-Bodenschiedsstrich 1. Oh, klar, das ist am Sinken. Aber jetzt nicht mehr. Ich probiere mal was. Gott. Gott-Modus aktivieren. Unter Umständen hilft mir das vor diesem Tod auch. Ich kann es nicht sicher sagen, aber vielleicht. Ist jetzt nur unfair gegenüber den Turrets. Ich weiß, aber. Tut mir sehr leid, wenn das Spiel mich automatisch killt und es nicht eindeutig ist, ob das gewollt ist oder nicht, weil. Ist das beabsichtigt oder ist das jetzt irgendein Fehler? Weil ich eigentlich schon gestorben sein sollte oder so. Frag mich nicht, warum die nicht gehen. Aber egal, ich habe schon oft genug bewiesen, dass ich gegen diese Viecher kämpfen kann. In anderen Spielen. In anderen, Ja, ich weiß, dass die mich guckt. Auf YouTube! So. Tut mir leid. God Mode scheint zu funktionieren. Ich teste mal kurz, was passiert, wenn ich ihn deaktiviere. Hier drin ist es zu heiß. Ja, aber da kann ich ja nichts für. Wahrscheinlich hat der Programmierer hier irgendwas verkackt, dass einen die Lava da unten irgendwie wehtut. Oder so. Also anders kann er mir das nicht vorstellen, weil das kann er nicht so gewollt sein. Das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Gut. Damit wäre das Aperture Déjà-vu beendet. Das Spiel sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus von den Leveln her, wenn man andere Wege geht, andere Türen nimmt. Dann werden wir wahrscheinlich ein paar andere Aufgaben haben. Aber ich denke mal, dass das Ende gleich sein sollte. Zumindest das, denke ich. Und ja. Why did you came here? Weiß ich nicht. Hey, warte mal. Soundtrack? Sollen das dann. Ne, das sind nicht. Na, sind das dann. Ne, das sind keine Namen. Warum genau sind da Punkte unter Soundtrack? Egal. Warum wird da aufgelistet? Keine Ursache. War nur ein bisschen. Naja. Nicht unbedingt so toll, weil es irgendwie sehr verbuggt wirkte. Und man definitiv nicht verlangen kann, dass die Leute dort sich mit einem Glitch hochglitschen an der einen Stelle. Anstatt normal da hochzugehen. Okay. Wir haben. Ja. Hier waren wir in Kapitel E. Kapitel D. Also manche von diesen Kapiteln hier kommen mir nicht mal bekannt vor. Obwohl doch, das da kenne ich.
Der Raum hier kommt mir jetzt gerade nicht bekannt vor. War sie nicht. Bin mir nicht sicher, wie das gemacht ist auch. Hier Bonuskarten gibt's nichts. Das sind nur die Standard-Bonuskarten von dem Standardspiel. Also war's das im Endeffekt schon. 10-Minuten-Part, der hier. Ja, ist der letzte Part vom Projekt. Kann man schon mal machen, denke ich mal. Gut, dann würde ich sagen, bewerte nicht vergessen. Das war's mit Aperture Déjà-vu. Download ist wie immer in der Beschreibung. Plus noch die Erklärung, wie ihr das Spiel zum Laufen kriegt. Sofern es bei euch nicht laufen sollte, was sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, weil es mich ehrlich gesagt wundern würde, wenn das mal bei jemand nicht der Fall ist, weil das würde heißen, würde sagen, dass der Typ eine uralte Version von Steam benutzt. Weil damals ging das mal, aber heute nicht mehr so. Weil die irgendwas umprogrammiert haben mit ihrem Steam-Pipe-System. Weil die Mods funktionieren ja auf eine sehr interessante Art und Weise. Steht ja auch unten in der Installation, dass man die in den Source-Mods-Ordner vom Steam-Ordner reinschmeißen muss. Und die dann mehr oder weniger, also auch nur spielbar sind, wenn das Spiel installiert ist. Weil die quasi auf die Spieldaten zugreifen in gewisser Form. Und so, naja. Gut, dann würde ich sagen, ja, bewerten nicht vergessen. Und ciao.